Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Lieber Vernier, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, das bleibt. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist dein Seelenplan. Dein Leben ändert sich, du bewegst dich und alle 7 Jahre erleben wir einen anderen Lebensphasen. Ich könnte sagen, wir bewegen uns in einen anderen Boden. Anderen Themen sind wichtig, anderen Aufgaben haben wir, anderen Einflüsse. Und du befindest dich gerade in einer Zwillingsperiode, das heißt, kommt eine Leichtigkeit, achtest auf dein jugendliches Aussehen, Ausstrahlung, hast du mehr Kontakte, Kommunikation, kleinere Veränderungen, vielleicht sogar Bildung. Nicht nur du änderst dich und bewegst dich im Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung ist es anderes, weil bewegt sich eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Und diese Bewegungen nennt man Transit und dieser Transit löst immer etwas aus im Horoskop und das schauen wir an, was kommt auf dich zu in die kommenden 12 Monate. Ich starte Mai 2019. Uranus bewegt sich im Widder. Uranus bringt Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse. Kommt auch plötzlich, unerwartet. Uranus ist hier im Widder. Die Mondknoten nehme ich jetzt mal raus von Geburtshoroskop, weil das brauche ich. Also hier ist Uranus und das zeigt bei Widder Energie Neuanfang und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft. Sonne bewegt sich Anfang Mai noch im Widder, Mitte Mai übergeht dann im Stier, aber ich setze die Sonne noch hier im Widder und zeigt Monatsthemen und das ist Neuanfang, Kraft und Mut zu zeigen. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt, steht auch in Verbindung zum Bewegung wie Autos, oder Sport, also das sind auch Themen, was treffen kann bei einem Mars-Einfluss. Bei männlichen Horoskopen zeigt die Männlichkeit, die Kraft, die Mut, auch die Männlichkeit, auch das männliche Aussehen. Möglich ist es auch Kontakt zu anderen männlichen Personen, wie ein netter Nachbar oder ein guter Freund. Mars bewegt sich im Stier. Wo setzt du deine Kraft ein? Das zeigt die Stierthemen und das bedeutet Besitz, Finanzen, außerdem Mars ist auch die Kraft und Stier zeigt, wie wichtig das ist, die Ruhe bewahren, die Tage genießen, diese Gelassenheit, das gibt dir auch die Kraft. Rahu und Ketu, die beiden karmischen Knoten. Ich nehme Ketu jetzt auch mal weg. Ich brauche die Karten für diese Bewegung.
Diese Mondknoten, diese karmischen Knoten bewegen sie sich auch. Und Rahu, der Drachenkopf, bewegt sich gerade in Zwillingen. Nicht nur Mai, sondern ganzes Jahr und sogar 2020 immer noch in Zwillingen. Und das ist die Richtung, was die Seele braucht als Entfaltung oder neue Erkenntnisse zum Gewinnen. Und diese Rahu ist hier in Zwillingen, das sind Kontakte, Kommunikation, neugierig sein für etwas Neues. Der Weg, die Lebenserfahrung kann einen spirituellen Weg sein oder Ausland. Venus ist der Planet der Liebe und durch Venus Energie verschönern wir etwas. Das ist angenehm, das bringt Harmonie, Schönheit, Kreativität. Venus bedeutet auch aber die Frau, eine bestimmte Frau, das kann die Partnerin sein, aber auch Kontakten zu anderen Frauen. Venus bewegt sich in Fischen. Und das hier im sechsten Lebensbereich, und das heißt mehr Harmonie in die Arbeit und Alltag. Und das ist auch schön kreativ oder die Kontakt zu einer weiblichen Person. Merkur ist auch hier in Fischen und das kann bedeuten, dass hier Gesprächen, Terminen oder Verträgen handelt. Das kann auch ein Vorstellungsgespräch sein oder Arbeitsvertrag. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun ist hier im Wassermann und das ist die Lebensfreude, die Kreativität, aber auch die Kinder, die Verbindung zum Kindern. Pluto und Saturn ist im Schütze. Beide sind rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, es ist doch etwas gebremst. Bei Saturn-Energie handelt es sich um schicksalhafte Veränderungen. Bei Pluto-Energie mehr das Loslassen und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und beide Planeten befinden sich zurzeit exakt auf die absteigende Mondknoten, was die Vergangenheit zeigt. Oft auch karmischen Erinnerungen, all das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben. All das ist hier im Schütze. Auch die absteigende Mondknoten. Saturn ist auf diesem Knoten, Pluto ist auch in diesem Knoten gerade. Themen sind Schütze-Themen wie eine Richtung bestimmen oder Ausland, Reisen, Bewegung oder eine religiöse Richtung oder unserem Glauben setze. Die Frage stellen, woran glauben wir? Und dann nach unserem Wünsche die Richtung bestimmen. Jupiter ist im Skorpion. Jupiter bringt Glück und vermehrt etwas. Das wäre hier die Finanzen. Aber Jupiter ist gerade rückläufig. Und das bremst ein bisschen. Jupiter neigt auch dazu, etwas übertreiben und diese Rückläufigkeit zeigt gerade, es wäre wichtig, die Finanzen, das Geld zurückhalten, auch nicht investieren momentan. Dann die Mondphasen. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist. Und diese Spannung spüren wir. Es eignet sich auch nicht, in diesem Tag etwas Neues beginnen oder starten, sonst übertragen wir das alles für die Geschehen, sondern eher zurückhaltend sein, im inneren Gleichgewicht bleiben, die Ruhe bewahren und abwarten für einen besseren Moment, für einen Neuanfang. Dieser Halbmond ist hier im Steinbock und das erlebst du zu Hause. Entweder sind alle zu hektisch und deine inneren Stimme sagt, es ist besser zurückhaltend sein, zu Hause zu bleiben, die Ruhe bewahren oder
Spannung in Wohnsituation oder eine kleine Reparatur. Juni Sonne und Merkur ist im Stier, das heißt Monatsthema sind die Stierthemen und das ist die Ruhe bewahren, den Tagen genießen, etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern. Dann kommt die Merkur-Energie dazu, das sind die Gespräche, Kontakten, Verträge und tatsächlich hier im achten Lebensbereich handelt es sich auch um Erbschaften oder Ämtern und das hängt alles mit Finanzen zusammen. Mars ist in Zwillingen und das heißt, du setzt deine Kraft ein auf eine Reise oder in Bildung, Schulungen oder es ist eine spirituelle Richtung. Möglich ist auch, dass hier deine Männlichkeit kommt in Ausdruck und hast du Glück in die Liebe, Partnerschaft auf eine Reise oder durch Auslandskontakte. Oder hast du eine Begegnung mit anderen männlichen Personen oder Personen im Ausland oder bei Schulungen? Venus zeigt die Frau und das ist hier im Widder und das kann die Liebe aktivieren oder eine Begegnung zu einer Frau oder eine Versöhnung. Also Venus aktiviert dein Liebesleben. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Das ist hier im fünften Lebensbereich, wo eigentlich um deine Vorstellung handelt. Deine Bilder, deine Fantasie, deine Vorstellungskraft, die Träume zu verwirklichen. Und im fünften Lebensbereich kommt das in Gestalt. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet, das ist gerade gebremst. Oder kommen die Kindheitserinnerungen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond ist Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation hier im Stier. Thema ist die Werte, Selbstwertgefühl, Finanzen oder was beruhigt dich, was kannst du schön gestalten, diese Gemütlichkeit, das Leben auch mal genießen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, das ist Spannung, entweder im Freundeskreis oder wenn du deine Wünsche, deine Hoffnungen pflegen möchtest, dann in solchen Tag fängt man an daran zum Zweifeln. Kann auch bedeuten, dass das Einflüsse von außen kommt und andere sagen, oh vergiss es, das wird sowieso nicht und es wirft alles zurück. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Vollmond bedeutet, es wird beleuchtet und da sollen wir genau hinschauen. Das sind Themen hier im zweiten Lebensbereich, wo um die Finanzen geht. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Hier ist die Spannung im Alltag oder in Arbeit. Juli. Sonne und Venus ist in den Zwillingen, Monatsthema ist Kontakte, Bildung oder kleinere Veränderungen oder Urlaub, eine Reise. Dann kommt die Venus-Energie dazu und das heißt Begegnung mit der Liebe oder diese Reise ist eine gemeinsame Reise mit dem Partnerin. Mars und Merkur ist im Krebs. Das sind Gespräche. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche. Und wenn die Krebs noch dazu kommt, dann in Gespräche in Familie oder über die Familie, dann kommt noch die 10. Lebensbereich dazu, Respekt zu bekommen, Anerkennung oder etwas gründen.
bedeutet auch Öffentlichkeit oder die Berufung. Es handelt sich um Terminen, Gespräche. Bei Mars-Energie setzt du dich ein. Das ist deine Kraft oder Kontakte mit anderen männlichen Personen. 8. Juli ist Merkur rückläufig und das heißt, die Termine verspäten sich oder man sollte etwas noch überprüfen, nicht zu schnell handeln. Möglich ist auch, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und bekommst du eine Nachricht. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen und das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Wohin geht die Reise? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das heißt Nervosität. Hier im Jungfrau, der Rückzug im 12. Lebensbereich. Dann halte dich zurück von allem, zieh dich zurück, komm zur Ruhe, daran liegt auch die Kraft. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis und Finsternisse haben immer karmische Themen. Hier aktiviert dieser Bereich. Bei Schütze geht um die Reisen, Bewegung, Orientierung, Glauben und Bildung, außerdem Ausland, Auslandskontakte. Und der dritte Lebensbereich, die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, Informationen, Austausch. Oft ist das die Prüfungen in Schule des Lebens. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Wieder ist die Spannung hier im Alltag oder im Arbeit. August. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Das sind die Themen, deine Ziele oder Öffentlichkeit oder Anerkennung oder deine Berufung. Bei Mars, Venus kann auch um eine Liebesangelegenheit handeln. Und Merkur ist in Zwillingen. Das war rückläufig und kommt zum Zwilling zurück und das sind Gespräche von Ausland oder Fremdsprache oder Kontakte im Ausland. 12. August wird Jupiter direktläufig und das heißt, hier bewegt sich etwas finanziell und geht alles voran und vor allem Jupiter vermehrt das auch und bringt Glück. 12. August wird Uranus rückläufig und hier die Veränderungen, entweder Angst vor Veränderungen, das trifft einen Neuanfang, die Liebe, Partnerschaft, oder es wäre nicht gut, sich was verändern, es bremst, diese Rückläufigkeit von Uranus bremst das. Möglich ist auch, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Und dadurch ändert sich etwas in die Liebe, Partnerschaft. 1. August ist Neumond im Krebs. Zurückhaltend sein von Öffentlichkeit. Nachdenklich sein über die Berufung und über die Ziele, Zielsetzung. 7. August ist Halbmond im Waage. Und das trifft dich persönlich. Das bedeutet Unsicherheit. Oder möglich ist auch, dass jemand nervt dich und das bringt dich aus der Ruhe. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Das wird beleuchtet hier, die Wohnsituation. 23. August ist Halbmond im Widder. Unsicherheit, was die Liebe betrifft oder Spannung in die Partnerschaft. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Das ist hier, natürlich die Sonne übergeht dann im Löwe, Mond ist auch hier. Und dieser Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit über Freunde. Überlegen, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. Oder nachdenklich sein über deine Wünsche. Was ist erreichbar?
Was sollst du eher aufgeben? Woran sollst du glauben? September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist hier im Löwe. Aktiviert Themen, Gruppe von Menschen oder Freundschaften oder deine Hoffnungen. 19. September wird Saturn direktläufig. Das ist hier im dritten Lebensbereich und das bedeutet, dein Schicksal ändert sich, geht in eine andere Richtung oder kommt endlich etwas in Bewegung. 6. September ist Halbmond in Skorpion, Spannung, hier wo die Finanzen liegen, also in dem Tag nichts Großes einkaufen, auch nichts unterschreiben, was mit Geld zusammenhängt. 14. September ist Vollmond im Wassermann, Thema Kinder oder deine Lebensfreude, deine schöpferische Kraft, das ist das Thema, das wird beleuchtet, da sollte man genau hinschauen. 22. September ist Halbmond im Stier, wieder die Finanzen, Besitz. Möglich ist auch, dass du versuchst, dann etwas festzuhalten und es wäre wichtig, eher loslassen. 28. September ist Neumond im Löwe, wieder die Nachdenklichkeit über Freundeskreis, über die Wünsche. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Mars und Venus löst Thema Liebe aus. Mars ist die männliche, Venus ist die weibliche. Und hier im Jungfrau kommt etwas in Ordnung. Aber alles im Geheimen. Kann natürlich auch bedeuten, dass hier karmische Themen habt, eine karmische Begegnung. Oder das ist alles noch im Verborgenen, im Geheimen oder ein gewisser Rückzug. Merkur ist hier im Waage und das heißt, mehr Gespräche, Kontakte kommen auf dich zu oder du kannst anderen überzeugen über deine Meinung. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, hier ist die Spannung, das sind Prüfungen des Lebens oder die Kontakt zu Familie. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Thema ist die Alltag zu bewältigen, Gesundheit und Beruf. Das wird beleuchtet. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. Spannung auf Reisen oder Prüfungsangst oder die Glaubenssätze. Ist gefragt, soll ich daran glauben oder lieber aufgeben, eine gewisse Unsicherheit. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, natürlich ist dann hier Rückzug. November. Merkur und Venus ist im Skorpion. Es ist möglich, Gespräche über Werte mit einer Frau oder ein Vertrag oder du gibst Geld aus für schöne Dinge. Kann auch bedeuten, du bist kreativ und verkaufst du etwas. Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau und das bedeutet, wenn du dich kraftlos fühlst, dann sollst du zurückziehen. Das ist für dich wie eine Art Heilung. Und Sonne ist im Waage-Monatsthema. Es sind Waage-Themen wie Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht, Frieden, Harmonie und Schönheit und auch Liebe. Und dann kommt auch deine Persönlichkeit dazu, das ins Licht zu bringen, ausstrahlen, im Mittelpunkt sein. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig,
dann ändert sich die Richtung, wird direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig, ändert sich die Richtung. Hier kommt alles in Bewegung. Das sind Themen mit Kindern, also die Kontakt zu Kindern oder deine Träume verwirklichen, diese Kreativität. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung zu Hause. 12. November ist Vollmond im Widder, Thema wird beleuchtet, das ist Neuanfang oder Partnerschaft. 19. November ist Halbmond im Krebs, hier ganz oben, Halbmond ist Spannung, kann bedeuten, dass du möchtest wahrgenommen werden und bist aber übersehen oder sollst etwas in Öffentlichkeit bringen und du traust es nicht zu und bist im Rückzug. Oder Spannung im beruflichen Umfeld. 26. November ist Neumond im Waage und das heißt, sei hier zurückhaltend. Dezember. Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze, bringt dir Glück und viel Kontakte. Mars und Merkur ist im Waage. Und da zeigst du Kraft, zeigst du dich mutig und hast du auch viele Gespräche. Und Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist Werte und Finanzen. Und Venus ist hier im Schütze. Das kann auch Kontakt zu sein mit einer Frau, das kann Verwandte sein oder jemand von Schulungen oder über Internet. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Themen sind die Kinder oder die eigenen Kindheit. Das ist Spannung. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Thema wird beleuchtet, Besitz, Finanzen oder Ämter. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Hier ist Spannung mit Freundeskreis oder Unsicherheit, was deine Wünsche betrifft. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Rückzug von Familien, Verwandten. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Du setzt deine Kraft ein, damit du deine Werte bekommst, oder setzt du deine Kraft ein für die Finanzen. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist die Kontakt zu Verwandten, dann Schulungen, Bildung, Kommunikation, Austausch von Informationen oder Schulungen kann auch bedeuten die Schule des Lebens, da dich zu behaupten. Und Venus ist im Steinbock, entweder eine weibliche Person, der zu dir zum Besuch kommt oder hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation oder du verschönerst etwas zu Hause. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist deine Wohnsituation. Und Venus, Merkur ist in Wassermann, das ist Kontakte mit den Kindern oder Erinnerungen an die Kindheit. Oder mit Venus, Energie ist die Liebe und das ist diese Lebensfreude und die Gespräche, Kontakte oder neue Begegnung. März 2020.
Saturn und Pluto übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lang im Steinbock. Saturn 2 Jahre, etwa Pluto noch länger. Und hier ändert sich bei dir schicksalhaft in dein wohnlicher Situation. Ich vermute sogar, dass das zum Umzug führt. Mars ist im Schütze. Und das heißt, du zeigst Kraft und setzt dich durch gegen Konkurrenten. Oder hast du Verbindung in Verwandten, Nachbarn, Bekanntenkreis oder über Internet, über Schulungen mit einer männlichen Person oder mit mehreren männlichen Personen, ist auch möglich. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Thema ist hier Lebensfreude, Kindheit, Erinnerungen an die Kindheit oder Kontaktgespräche mit Kindern und Jugendlichen. Und Venus ist schon im Widder hier, also aktiviert Thema Liebe, Partnerschaft. April. Venus übergeht im Stier und das kann bedeuten, dass du endlich Themen hast wie Erbschaft oder Termine bei Finanzamt oder bei Versicherungen, Banken, hängt mit Finanzen zusammen, oder Venus aktiviert den Lebensbereich Liebe, Partnerschaft und hier kommt eine Wandlung, viele Dinge loslassen wie Angst zum Beispiel und kommt Thema Intimität auch in Vorschein. Sonne und Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist Alltag, Gesundheit, Arbeit. Das sind Gespräche, Termine. Das kann auch Arzttermin sein. Und Mars ist im Steinbock. Also das heißt, hier setzt du deine Kraft ein für die Wohnsituation. Kann auch bedeuten, dass du einfach zu Hause bleibst und möchtest diese Ruhe genießen, dass du wieder Kraft hast. Muss nicht immer schicksalhafte Veränderungen sein. Lieber Vernier, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg von Dendera